Hi, hallo und herzlich willkommen heute zum ersten Community-Video. Ich habe die erste Bildeserie von dem Veto Pro Pack in der VIHA-Edition reingestellt und habe euch gefragt, was wollt ihr denn lieber sehen? Ein Load-In, ein Load-Out oder ein Overload? Und ihr habt euch entschieden für das Load-Out. Da gibt es schon ein paar Videos dazu. Jetzt auch noch eins vom Toolboy. Ich habe den tollen Tech-Pack erstanden bei Contorio. Da ist er im Angebot. UVP. Weit über 800 Euro. Ich habe auch noch einen anderen Rucksack im Programm. Der ist vom Parat. Ich mache euch da oben den Link rein. Ja, was ist da dabei? Für um die 500 Euro. Kostet der Satz immer noch. Da ist aber einmal hier der tolle Nussenkasten, Bitset, Ratschen ist dabei und Centrofix und so ein toller Bithalter. Ja, das ist schon mal das eine auch. Ja, so ein bisschen ledrig hier vorne. Na, ich denke, das ist Kunstleder, aber auf jeden Fall robust mit einem tollen Gürtelclip. Den kann man auch seitlich hier anklippen. Ja, und dann habe ich geschaut, Veto, was ist das eigentlich? Ja, amerikanische Firma in Norwalk, in Connecticut, so, bei New York sind die. Und die machen ganz tolle Tech-Packs, Werkzeugrucksäcke, hier unten wasserdicht. Und da gucken wir jetzt mal rein, schon nicht ganz leicht. Hier, ja, ein toller Halter, mit dem man das Teil rumschleppen kann. Da vorne habe ich schon die zwei ersten Clips, wo ich was reinmachen kann. Hier oben, ja, ist sogar schon das erste Werkzeug drin, so ein kurzer Satz von VIHA. Die haben mal alles aufgehoben. Die haben 5 Jahre Garantie. Man kann nicht sauber machen mit warmem Wasser und eine Zahnbürste kriegt man den ganzen Dreck von der Baustelle wieder runter. Und ja, man soll die Zippers ein bisschen ölen und dann hält es auch länger als 5 Jahre. Ich denke, halbe Ewigkeit. Die werden auch in der Armee benutzt. Hier vorne, ja, das zeichnet es aus. Unendlich viele Stauräume. Klettverschluss und zusätzlich noch ein Clips und hier auch, das kann man alles einstellen und vorne dann richtig massive Zipper, Reißverschluss, Lederangnäht in einem schönen Design, finde ich, das Rot-Schwarz. Und jetzt wollen wir auch schon reinschauen, ja, seitlich können wir auch noch mal drüber gucken. Ja, ist es hier so ein Halter für das Maßband, hier oben ist ein Halter, hier ist was zum Einfügen und andere Seite auch wieder Halter, oh geil, für dann eure Klebebänder und so. Hier 1, 2 für die Schraubendreher und rechts auch. Und dann gucken wir mal rein, weil das ist nämlich 69-teiliges Werkzeug. Seid auch mit dabei. Ich habe ein bisschen aufgeloadet. Schaut mal rein, was ich hier alles reingesteckt habe. Ja, also Wasserpumpenzange, Automatikwasserpumpenzange, Armierzange, Parallelzange. Ein toller VIHA Stock. Mit tiefem Maß, dann ein Bithalter mit der starken Funktion da hinten im Griff, Kombizange, die ganzen Schraubendreher, Philips, VIHA, dann eine richtig abgefahrene Zange, die ich noch gefunden habe, hier mit einer Übersetzung. Da kann man auch eine Kraftzange quasi draus machen. Mal schauen, bis wann ich das schaffe, euch unten zu verlinken. Heute ist Samstag. Hier läuft nur der Timer. Heute Abend in 10 Stunden ist Tombola. Da will ich euch ja die tolle Uhr hier verlosen von, na, sagt mir Bescheid, G-Shock. Und zwar DIY-Bau müsst ihr Werkzeuge zählen. Und mir sage, wie viele sind, bis jetzt hat es noch keiner geschafft im Übrigen. Also guckt euch das noch an. Verlinke ich auch hier oben. Ja, dann ist der tolle Hammer dabei von VIHA. Coole Sache und ja, was habe ich vergessen? Ja, hier die ergonomische Zange Inomic habe ich noch mit drin. Dabei ist das, was auf den Bildern unten im Community-Bereich ist. Ich habe natürlich jetzt mein VIHA-Werkzeug komplett neu gemacht. Auch innen wieder Zippers für die Tasche. Tolle Sache einfach. Wirklich genial der Rucksack, der bietet schon einiges. Allein der Rucksack, glaube ich, wenn man den so kauft, oh, ein paar Hunderter, 200-300er. Ja, und deswegen ist das Contorio-Angebot gar nicht so schlecht, was da gibt im Moment. Das gibt es auch mit VDE-Werkzeugen, habe ich natürlich auch da. Von VIHA gucken wir mal rein. Und dann hier, schaut's mal an, die Träger. Also ich habe ihn hier runtergeschleppt im Keller, lässt sich gut tragen. Hinten ist gepolstert. Ja, da ist auch wieder dicker Metallhaken drin, dass man anhängen kann. Der ist hier sogar toll versteckt. Dann hat er die tollen Gürtel, vorne kann man zumachen, damit kann man wirklich was anfangen. Und dann hier hinten kann ich das aushängen, dass sie besser ans Fach hinkommen. Wirklich
viel Innovation drin. Und dann schauen wir mal hier vorne rein, seht ihr schon wieder Fächer, zwei dicke Zipper, innen sogar nochmal ein Fach, dann innen auch Halter, ein bisschen vorziehen, dass ihr das sehen könnt. Und dann natürlich einen ganzen Haufen VDE-Sachen. Die Säge habe ich mir gezogen und dann, so hier, alles was das Elektrikerherz begehrt, Drehmomentschlüssel, ein Phasenprüfer und ganz viele Bit-Einsätze. Und ich habe auch lange überlegt, ihr seht es vielleicht, hier ist die tolle Taschenlampe mit drin. Ja, es leuchtet und zwar ultraviolett, da leuchtet der Meterwaßstab hier auch, dass man den besser findet auf der Baustelle, wenn ich lang oben bleibe. Hat das Teil sogar Laserpointer, ja, ob ihr den hier rumflitzen sehen könnt. Und natürlich eine Taschenlampe und zwar mit zwei Stufen. Die hat hinten einen Magneten und man kann hier die Gerade stellen, hat auch einen Halter für einen Gürtel. Richtig tolles Gerät. Da machen wir den Laser wieder aus, machen wir die hier wieder rein. Da seht ihr hinten meine Wasserwaage, wo ich die Steckdosenleisten schon gemacht habe. Und auch ein ganz toller, abgefahrener Winkelschlüsselsatz, der schön aufgeht. Leatherman, wie heißt's? Lineman Plier, ja, fast verzattelt. Und hier auch noch der tolle elektrische Phasenprüfer, Voltdetektor von 1 bis 1000 Volt, ja, wo man hier gucken kann, ob Strom ist und wo der läuft. Und natürlich, ach, Mann, bin ich gesegnet mit tollen Werkzeugen, der VH Schraubendreher. So viel, nur für die Community. Wenn ihr Anregungen, Vorschläge und so weiter habt, sagt mir Bescheid. Ich habe schon eine ganze Liste an, sage ich mal, Nachfragen, was ihr sehen wollt. Das ziehe ich alles durch. Glaub mir, ich habe richtig viel Potenzial im Kanal. Und ich hoffe, ja, wie es halt so ist, 80% der Leute gucken noch ohne Abo. Das ist natürlich schade für mich, weil wenn da noch ein bisschen was rausspringen würde dabei bei der ganzen Geschichte, dann könnt ihr euch noch viel abgefahrenere Dinge zeigen. So viel dazu. Danke fürs Zuschauen. Lasst mal ein Like da, lasst mal einen Kommentar da. Und bis bald. Tschüss, ciao, ade, war wunderschön.